Bei der Berliner Games Week sind sie der Renner. Retro-Spiele, die meist mehr als 30 Jahre alt. Die Handhabung ist grob, die Grafik antiquiert. Trotzdem wird gezockt, was das Zeug hält, mit vollem Körpereinsatz. Mit dabei sind die Berliner Spieleentwickler Ria Jemili und Johannes Christmann. Auch sie sind fasziniert von den Klassikern der Spielewelt. Es ist wie so ein altes Möbelstück, wo man zwar denkt, okay, das würde ich jetzt heutzutage mir nicht mehr ins Wohnzimmer stellen oder so, weil es unhandlich ist oder riesenschwer, aber man bewundert es trotzdem aufgrund der handwerklichen Kunst, die da reingeflossen ist. Vor einem Jahr gaben die beiden ihre Jobs bei einem großen Spieleentwickler auf und gründeten ihr eigenes Studio. Ihr erstes Spiel heißt The Curious Expedition, ein Strategiespiel, nur wenige Monate alt, auch wenn es aussieht wie aus den 90ern. Die Handlung spielt im 19. Jahrhundert. Der Spieler ist Expeditionsleiter, er entdeckt ferne Länder und stößt dabei immer wieder auf Herausforderungen, etwa den Kontakt zu fremden Kulturen. Oder Naturkatastrophen. Verantwortlich für die Retrografik ist Johannes Christmann. Für die Gestaltung der Landschaften reichen ihm wenige Pixel. Und der einfache Look des Spiels hat einen weiteren Vorteil. Unser Spiel wird nicht so schnell outdated sein oder altbacken sein, weil es ist ja schon antik von Hause aus sozusagen. Also wir hoffen, dass es sozusagen in 5 oder 10 Jahren immer noch gut spielbar ist. Wohingegen jetzt heutzutage, wenn ein modernes Spiel rauskommt, sieht es in 6 Monaten schon altbacken aus. Ne? Und dann dazu kommt natürlich halt eben noch diese Reduktion der Grafik, wo wir halt eben hoffen, dass der Fantasie des Spielers auch noch mal mehr Raum gegeben wird. Auch das Spielkonzept ist von Klassikern beeinflusst. Wie bei älteren Adventure-Games gibt es zum Beispiel sehr viel Text und komplizierte Aufgaben. Und stirbt die Figur, muss der Spieler wieder ganz von vorne anfangen. Der vorherige Spielstand wird nicht gespeichert. Es ist ein kniffliges Spiel, an dem man sich schon ein paar Stunden die Zähne ausbeißen kann. Das ist auch so ein bisschen eine Rückbesinnung bei uns, wieder ein bisschen mehr hin zu schwierigen Spielen. Und das hat auch einen großen Reiz, so dieses sich abzurackern an einem Spiel und zu scheitern auch. Also bei uns scheitert man auf vielfältige Weise und das ist ein großer Reiz. Retro nennt man in der Regel Spiele, die älter sind als 20 Jahre. Das hier ist die Mutter aller kommerziellen Computerspiele, Pong aus dem Jahr 1972. Wenig später erscheint Space Invaders, der wohl erste Shooter, ein großer Schritt für die Entwicklung von Computerspielen. 1983 taucht das erste Mal die Figur Mario auf und macht die sogenannten Jump-and-Run-Games auf der ganzen Welt populär. Dann erscheinen die ersten Adventures. Das Kultspiel Monkey Island aus dem Jahr 1990 war damals auch wegen der herausragenden Grafik beliebt. Auf diesen Look besinnen sich heute immer mehr Spielestudios. Wie bei Minecraft aus 2009. Mit 56 Millionen verkauften Kopien ist es eines der erfolgreichsten Spiele der Welt. Trotz oder gerade wegen seiner Grafik. Sie erinnert viele an die eigene Jugend, weiß Computerspielexperte Andreas Lange. Diese frühen Computerspiele, die sind in einer Zeit populär geworden, als überhaupt Computertechnologie insgesamt sich verbreitet hat. Mit den ersten Computern sind diese Grafiken bekannt geworden. Und wir verstehen heute rückblickend, wie wichtig diese Entwicklung für uns war. Es ist ja eine digitale Revolution, die damals begann. Und diese Retro-Grafiken stehen insofern nicht nur für olle Spiele, ja, sondern sie stehen überhaupt für die Computertechnologie insgesamt. Und auch in der Kunst sind Retro-Spiele mittlerweile angekommen. 8-Bit-Grafiken auf Leinwand, hier auf der Berliner Games Week. Der Game Boy, ein Hingucker der Ausstellung. Oder auch die Nintendo-Figur. Das weckt Zukunftswünsche. Wenn da so ein Bild von uns irgendwann mal hängen würde, das wäre natürlich eine abgefahrene Vorstellung. Erst einmal aber wollen Johannes Christmann und Ria Jemili, dass ihr Spiel groß rauskommt und vielleicht irgendwann selbst ein Klassiker wird.